Heftige Gefechte in Khan Yunis. Zivilisten sitzen in der Falle. Verzweiflung. Israelische Geiselfamilien bitten Brüssel um Hilfe. Berechnung des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. 2023 wird das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die israelische Armee kämpft jetzt nach eigenen Angaben auch im Herzen von Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Sie liefere sich heftige Gefechte mit Hamas-Terroristen. Sie gab zudem bekannt, dass seit Anfang der Offensive in Gaza 80 israelische Soldaten getötet worden seien. Das israelische Militär sagte, es bemühe sich nach Kräften, Zivilisten zu verschonen. Sie wirft der Hamas vor, die Bevölkerung als Schutzschild zu missbrauchen. Die Hamas-Kämpfe in dichten Wohngebieten, wo sie über ein Labyrinth von Tunneln, Bunkern, Raketenwerfern und Scharfschützennestern verfüge. Hilfsorganisationen haben das Vorgehen der israelischen Armee wegen des Leidens der Menschen in Gaza stark kritisiert. Nirgendwo sei man in Gaza sicher. Laut dem Vertreter der WHO, Richard Piepercorn, werde alle 10 Minuten ein Kind oder Jugendlicher in Gaza getötet. Nach einer kurzen Unterbrechung der Feindseligkeiten hat Israel seine Offensive im Gazastreifen wieder aufgenommen. Bis dahin wurden 110 Geiseln, meist Kinder, Frauen und ältere Menschen, freigelassen. 137 Geiseln befinden sich noch immer in Gaza. Die Familien der Geiseln sind in Brüssel, in der Hoffnung, dass die EU helfen kann. Auch Jonathans Bruder Alon ist unter den Entführten. Ihre Kommunikation endete kurz nachdem Alon sagte, dass die Hamas in sein Haus im Kibbutz Kfar Aza eingebrochen sei. Most of the security team got hit. And there are like 100 terrorists inside the kibbutz. And I should lock myself inside the safe room and pray. And in 10 o'clock, my younger brother Alon sent me a message that he hears terrorists go inside his house. He said that he's sitting quietly in his safe room and he hears them coming. And I send him back that I love him and he's strong. And he sent me a heart emoji. Die Familie glaubte, Alon sei von der Hamas ermordet worden. Doch nach einer Woche erhielten sie die Information, dass er entführt wurde und sich im Gazastreifen befinde. Mehr wissen sie nicht. Yanit Ashkenazi reiste ebenfalls nach Brüssel, um sich für die Freilassung ihrer Schwester, der 30-jährigen Doron Steinbecher, einzusetzen. Während Yanit ihre beiden kleinen Kinder beschützen musste, meldete sich ihre alleinlebende Schwester Doron, dass sie sich unter dem Bett versteckt hielt. We get message that there are a lot of terrorists in the kibbutz, and I immediately spoke with my sister, and she said that she's afraid, that she's under the bed in the safe room because she was by herself. And in 10:20, she spoke with my mom. She told her how much she's afraid, that she hear the terrorists come inside her home, inside her house. She was very crying, she was very terrified, and the call cut off in the middle. Yanit und ihre Familie haben keine Informationen über Doron. Sie hat einige Medikamente, die sie braucht, aber sie weiß nicht, ob das Rote Kreuz sie ihr geben konnte. Die niederländische Außenministerin Hanke Bruins-Slot hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew Unterstützung in Höhe von 2,5 Milliarden Euro für das kommende Jahr zugesagt. Der 21-monatige Krieg zieht sich in einen weiteren Winter hinein und die Sorge wächst, dass Kiews Anstrengungen ohne weitere westliche Unterstützung ins Stocken geraten könnten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte unerwartet eine geplante Videoschaltung mit dem US-Senat ab. Diese ukrainischen Soldaten trainieren, wie man russische Saboteure erkennt und abwehrt. Die Großstadt Tscherniwiw und die benachbarte Region Sumy sind häufig mit Sabotagegruppen konfrontiert, die von der russischen Grenze aus in Richtung Kiew übergreifen wollen. Ich glaube, dass für jeden Mann
здраво, нормального чоловіка, що якщо він навіть там переживає в чому-то, боїться, йому стоїть прийти і навіть на цих навчаннях відпрацювати це все. Тобто воно закаляє. Eine dänische Organisation stattet die ukrainischen Soldaten mit professioneller warmer Winterkleidung aus. Im kalten und schneereichen ukrainischen Winter ist die richtige Ausstattung in den Schützengräben wichtig. Звичайно, що потрібно, тому що це бойові дії. Десь біжиш на штурмі, десь в атаку зацепив, порвав, розірвав, впав в болото. Ну, тобто там не перебираєш, не вибираєш місце, де присісти, де лягти. Тобто лягаєш куди-небудь, весь в болоті. Der Winter hält Einzug und die Menschen versuchen, ihre Häuser zu reparieren und auf die kalten Temperaturen vorzubereiten. Besonders in zurückeroberten und zerbombten Orten ist es schwierig, die Häuser wieder bewohnbar und winterfest zu machen. Im Erzgebirge in Sachsen ist ein 10-jähriger Schüler bei einem schweren Busunfall getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurden zudem 2 Menschen schwer und 11 weitere leicht verletzt. Der Bus kam offenbar von der Fahrbahn ab, stieß mit einem Winterdienstfahrzeug zusammen und prallte dann gegen einen Baum. Nach Einschätzung der Polizei war die Landstraße rutschig. In Nordengland verursachte starker Schneefall Chaos auf den Autobahnen und tausende Haushalte waren ohne Strom. So viel Schnee habe man lange nicht mehr gesehen, so die Menschen in Grisdale. Auch Krakau hat immer noch mit den heftigen Schneefällen vom Wochenende zu kämpfen. Trotz einer kostspieligen Schneeräumungsaktion liegt immer noch hier und da Schnee in der polnischen Stadt. Zudem wurde nach Angaben der Behörden 4.600 Tonnen Salz gestreut. 68 razy wyjeżdżaliśmy do połamanych drzew, konarów, które spadły pod ciężarem śniegu właśnie na drogi, chodniki, ale też na linie energetyczne. Dodatkowo mieliśmy 80 wypadków drogowych, gdzie 22 osoby zostały ranne. In der sibirischen Region Jakutien fielen die Temperaturen teilweise unter minus 50 Grad Celsius. Manche waren dennoch mit dem Fahrrad unterwegs. Meteorologen zufolge werden die extrem niedrigen Temperaturen bis mindestens Ende der Woche anhalten. Das laufende Jahr wird laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus global gesehen das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen Mitte des 19. Jahrhunderts. Es sei praktisch ausgeschlossen, dass der Dezember daran noch etwas ändere, teilte die Organisation mit. Das bislang wärmste Jahr war 2016. Die Daten zeigen, dass für das bisherige Kalenderjahr die globale mittlere Oberflächenlufttemperatur um 1,46 Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt von 1850 bis 1900 lag und 0,13 Grad Celsius über dem 11-Monats-Durchschnitt für das bisherige Rekordjahr 2016. Speziell in Europa lag die Durchschnittstemperatur zwischen September und November 2023 bei 10,96 Grad Celsius. Das sind 1,43 Grad Celsius über dem Durchschnitt. Das laufende Jahr hat nun bereits 6 Rekordmonate und 2 Rekordjahreszeiten hinter sich. Die außergewöhnlichen globalen Novembertemperaturen, darunter 2 Tage, die mehr als 2 Grad Celsius wärmer waren als in der vorindustriellen Zeit, bedeuten, dass 2023 das wärmste Jahr in der Geschichte sein wird. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Copernicus Climate Change Service sagen, solange die Treibhausgaskonzentrationen weiter ansteigen, könne man keine anderen Ergebnisse erwarten. Die Delegierten des COP28-Gipfels in Dubai mussten eine Reihe von düsteren Berichten über den Zustand des Klimas und die Versuche zur Eindämmung der globalen Erwärmung verdauen. Unser Korrespondent Jeremy Wilkes bringt uns auf den neuesten Stand. The Climate Action Tracker shows that no country around the world is actually on track to reduce its greenhouse gas emissions in order to meet the 1.5 degree target of the Paris Agreement. We also had the Global Carbon Project, which revealed that emissions in 2023 rose by 1.1% globally, over 8% rise in India. And we had the World Meteorological Organization's decadal review, which evens out all of the changes you may see because of La Nina or El Nino. And it's a pretty bleak outlook for our planet. I spoke to the report author.
We're seeing accelerating climate change across a wide range of areas of the climate system. We see continuing increases in global temperatures. We see sea level rise happening at an increasing rate. We see ice sheet loss happening at an increasing rate. We see the oceans getting warmer and more acidic. So we're seeing changes across much of the climate system, and they're generally changes which are not going in a good direction. In the face of such evidence, what we really need to do is to change the conversation, according to Bertrand Piccard, the founder of the Solar Impulse Foundation. We need to show the solutions more than the problems. We need to show that decarbonization has to be made through a profitable modernization of the countries by having more efficiency, stopping to waste energy and resources and polluting, but also stopping to waste money. So there is a climate urgency, yes, but there is an economic imperative that can probably be much more motivating for the world of economy, industry and politics. With those thoughts and those reports in mind, the big question now is whether, at the end of this conference, we will get an agreement to phase out fossil fuels. Jeremy Wilkes at COP28 in Dubai for Euronews. Der Zoo im schottischen Edinburgh hat sich von einem Riesenpanda-Paar verabschiedet, das nach China zurückkehrt. Yang Guang und Tian Tian waren seit ihrer Ankunft im Jahr 2011 eine beliebte Attraktion in der schottischen Hauptstadt. Die beiden waren die einzigen Pandas in Großbritannien, haben aber keine Nachkommen gezeugt. Die Pandas sind die letzten, die den Westen verlassen, nachdem die Austauschvereinbarungen ausgelaufen sind und von China nicht erneuert wurden, möglicherweise aufgrund von Spannungen mit westlichen Regierungen.